Grün-Weiß ist die Modefarbe heute im Ernst-Happel-Stadion. Herzlich willkommen, einen schönen Abend zum 100-Jahr-Jubiläumsturnier von Rapid. Und Rapid hätte heute die Chance, gleich doppelt zu feiern. Nicht nur das 100-Jahr-Jubiläum, sondern auch hier einen Turniersieg. Einen Turniersieg in sehr prominenter Besetzung. Rapid hat das Halbfinale gegen Werder Bremen mit 2:0 gewonnen. Beide Tore hat Gerd Wimmer erzielt. Und der Gegner heißt AS Roma nach einem 1:0-Erfolg gegen die Mannschaft aus Südamerika, gegen Botafogo Rio de Janeiro. Ja, und wie immer, wenn ein Jubiläum gefeiert wird, dann fehlen auch nicht die Jubiläumsgeschenke. Eines davon habe ich hier in Händen, nämlich die Jubiläumsmedaille 100 Jahre Rapid. Ein anderes wäre auch zu empfehlen, nämlich Rapid 100 Stars in Grün-Weiß von Peter Linden und Peter Klöbel. Auch zu empfehlen natürlich, alle Helden der 100-jährigen Geschichte haben natürlich Platz gefunden. Von Ernst Happel und Bimbo Binder über Walter Zehmann, Gerhard Hanabi, bis natürlich zu Hans Kranke, Antonin Panenka, Peter Schöttl. Sie alle sind in diesem Buch verewigt. Und 60 Stars, 60 Helden dieser langen und erfolgreichen österreichischen Clubgeschichte, die hatten heute auch ihren Auftritt beim großen Festakt im Happelstadion. Dieser Festakt wird als grün-weiße Zeitreise gestaltet. Rapid-Spieler aus 6 Jahrzehnten werden heute geehrt mit Fahrzeugen aus der jeweiligen Epoche. Kommen die Stars von einst und jetzt ins Ernst-Happel-Stadion. Sehr viele, Sie haben es gehört, insgesamt 60 sind gekommen. Darunter Walter Glechner, Rudi Flögel und Günter Kaltenbrunner. Oder auch Walter Skocic und Walter Gebhardt. Sowie Hans Kranke und Herbert Feurer. Meine Damen und Herren, aus den 70er- natürlich auch Ehrenkapitän Herbert Weber und viele Stars der Gegenwart. Herrn Dr. Peter Weber. An alle werden Geschenke überreicht. Und Rapid-Legende Alfred Körner, hier mit Ehrenpräsident Anjon Benja, ebenfalls dabei. Und schließlich wird Hans Kranke zum Rapidler des Jahrhunderts geehrt. Das waren bewegende Momente, vor allem nehme ich an für die älteren Rapid-Fans, Stars aus nicht weniger als 6 Jahrzehnten und mittendrin in den Stars. Hans Kranke zum Spieler des Jahrhunderts, zu Rapid-Spieler des Jahrhunderts gewählt worden. Was ist das für ein Gefühl? Ja, es ist für mich ein sehr, sehr schönes Gefühl. Ich glaube, oder ich meine, das ist neben meinem goldenen Schuh und den silbernen Schuh die wertvollste Auszeichnung, aber vor allem für mich die schönste Auszeichnung. Jetzt weiß ich ja, das haben Sie ja oft genug gesagt, in Ihnen drin schlägt ein grün-weißes Herz. Jetzt möchte ich endlich mal wissen, wie lange schlägt es denn schon grün-weiß? Wie hat alles begonnen, die Liebe zu Rapid? Naja, ich bin mit meinem Vater zum Rapidplatz gekommen als kleiner Bub und dort hat es begonnen und hat nie aufgehört. Und daher, das ist ganz einfach so, man fragt immer um Rapid und Rapid ist eine Religion. Es gibt einen Rapid-Geist, aber man muss das nicht erklären, das ist so. Man wird als Rapid-Anhänger geboren, das ist so. Und diese Liebe ist auch durch nichts zu zerstören, nehme ich an, oder? Nein. Danke, Hans Kranke. Jetzt konzentrieren wir uns auf das Finale von heute. Da hoffen wir, den Rapid-Geist erleben zu dürfen. AS Roma gegen Rapid, das Finale. Ja, und diese Freudenfeier, die hier auf den Tribünen angezündet wurden von den Rapid-Anhängern, die gelten noch keinem Treffer. Sie haben es gesehen. 0:0 steht dieses Finale noch. 5 Minuten sind gespielt. Und Michael Konsel im Tor des AS Roma, nachdem er in der ersten Begegnung nicht eingesetzt worden war. Jetzt wird er verwendet von Startrainer Fabio Capello. Meister mit AC Milan und mit Real Madrid. Also ein großer Mann des internationalen Fußballgeschäfts. Ja. Bei Rapid fehlen jetzt einige prominente Namen, die teilweise in der ersten Begegnung gegen Werder Bremen mit dabei waren. Savicevic fehlt, Wimmer, der zweifache Torschütze gegen Werder Bremen, wird geschont. Schöttl, Dove, Lango, Nikakis, Wagner und Heraf, sie alle sind jetzt in diesem Finale nicht dabei, aber verständlich, Herbert Weber möchte verschiedene Formationen, verschiedene Spieler zum Einsatz bringen.
Rapid, also im Finale des Jubiläumsturniers. Zweimal standen die Hütteldorfer ja auch in einem Endspiel des Europacups, und zwar im Europacup der Cupsieger 1985 und 1996. Beide Male gab es eine Niederlage, einmal gegen Everton 1:3 und gegen Paris Saint-Germain mit 0:1. Aber zweimal hat Rapid also ein Europacup-Finale erreicht. Freund. Zuletzt Schütze des Siegestreffers in Ried in der Meisterschaft. AS Roma bereitet sich auf die Serie A in Österreich vor, in Kapfenberg. Fast schon traditionell das Trainingslager der Römer in Österreich. Auch hier fehlen jetzt einige Prominente, nämlich Totti beispielsweise, der große Spielgestalter, der auch in der Nationalmannschaft der Italiener Verwendung findet, fehlt. Und Cafu, der Brasilianer, ist bei der Nationalmannschaft und wird deshalb nicht eingesetzt. Dennoch noch viele, viele prominente Namen in der Mannschaft des AS Roma. Aldair Assunção, um 100 Millionen Schilling aus Brasilien geholt. Der Mann mit der Nummer 5. Aldair Weltmeister 94, Vize-Weltmeister 99 mit der brasilianischen Nationalmannschaft. Del Vecchio Junior, also viele, viele Namen, die einen sehr guten Klang im internationalen Fußballgeschäft haben. Meier, ersten Spiel noch geschont. Penxa, Foul von Assunção. Guter Pass von Sala. Gute Aktion von Vier, aber auch von Michael Konzel, der ja um seinen Stammplatz beim AS Roma kämpft. Der junge Mann, der da jetzt hineingerutscht ist, ein großes Versprechen bei Rapid, Slowake, 18 Jahre alt, Otto Szabo, kommt von den Rapid Amateuren. Schießwald. Gegen Werder Bremen hatten die Hütteldorfer mehr Platz im Angriff, um auf Konter zu spielen. Penxa. Sala. Ist dieses Turnier auch sozusagen ein internationaler Vorgeschmack auf die Champions League Qualifikationsspiele gegen La Valletta in der zweiten Qualifikationsrunde, und sollte Rapid, was aufgrund der Spielstärke zu hoffen ist, weiterkommen und in die dritte Qualifikationsrunde aufsteigen, dann wartet Galatasaray, die Mannschaft aus der Türkei. Freund.
Junior. Del Vecchio. Starke Sturmspitze. Kein schlechter Pass gewesen, aber abseits stand Gautier. Begegnungen 45 Minuten. Im Spiel um den dritten Platz haben wir ein Elfmeterschießen erlebt. Und da blieb Botafogo gegen Werder Bremen erfolgreich. 0:0 lautete der Spielstand nach 45 Minuten. Da Michael Konzel überraschen, aber der hat, wie man es von ihm gewohnt ist, sehr gut reagiert. Pinksa. Del Vecchio. Capello gar nicht damit einverstanden, dass wieder verzögert wird, aber jetzt Junior. Das war knapp. Gute Aktion des erst 22-jährigen Brasilianers. Guter Schuss. Und Herbert Weber reagiert sofort. Er probiert ja auch international jetzt die Viererkette, mit der Rapid auch in der Meisterschaft spielt. Der Chef der Viererkette, Peter Schöttl, ist allerdings heute nicht dabei, wegen einer leichten Verletzung. Dafür Zingler mit der Nummer 19, nach einer langen, langen Verletzungspause aufgrund einer Knöchelverletzung. 4, Angelo 4 und Fabio Capello hier, der Star-Trainer, der jetzt also bei Roma die Fäden zieht. Davon wartet man immer, ob er nicht eine ähnliche Entwicklung nimmt wie Carsten Janker, der auch einige Zeit brauchte, um sich hier einzufinden. Oh.
Das ist der junge Slowake Otto Szabo. Versprechen für die Zukunft, aber jetzt Junior und Meier. Freund. Foul an Pinkser. Hier noch einmal diese Attacke, die zum Freistoß geführt hat. Das Tempo höher als in den Spielen bisher. Eigentlich schade, dass man Dejan Savicevic bei dieser ernstzunehmenden internationalen Prüfung jetzt nicht im Einsatz sieht. Sehr gute Aktion von beiden Beteiligten, Angelo Fier und Michael Konzer. Ja, mit solchen Paraden wird der Fabio Capello sicherlich überzeugen, Herr Michael Konzer. Ja, und diese Aktion ist auch Heribert Weber einen Sonderapplaus wert. Angelo Fier, na, vielleicht gelingt ihm in dieser Saison der Durchbruch. Ist ja immerhin als Schützenkönig der zweiten deutschen Liga zu Rapid gekommen. Temperamentvoll, Fabio Capello, auch AS Roma, möchte also hier unbedingt gewinnen. Immerhin ein Prestigeerfolg wäre das im Happelstadion. Das war ein Prestigeerfolg jetzt für Otto Szabo, wie er hier diesen Zweikampf bestanden und gewonnen hat. Flüchtigkeitsfehler von Florian Schwarz. Minuten vorbei, noch kein Treffer gefallen, aber ein durchaus interessantes Spiel mit einigen guten Szenen auf beiden Seiten. Junior. Super Dribbling, im letzten Augenblick doch noch gestoppt. Gurenko, der Weißrusse war es. Sonderaufgabe war das für Rinaldi, diesem Fehlpass nachzulaufen.
Den Vecchio. Stark am Ball. Vier. Capello zeigt, vorne bleiben, den Gegner attackieren, unter Druck setzen, Vorchecking ist gefragt. Abseits von Schwarz. Schiedsrichterassistent hat sofort reagiert, auch wenn er es nicht glauben will. Der Sohn von Werner Schwarz, vielleicht erinnern Sie sich an ihn, hat bei Wacker Innsbruck gespielt. Durchaus erfolgreich. Ein herzliches Dankeschön. Bitte ganz schnell einmal in die Anzeigetafel schauen. Hintergrund haben Sie es vielleicht gehört. Rapid hat auch neue Mitglieder geworben bei diesem Turnier. Ist auch gelungen, hier eine sehr stimmungsvolle Veranstaltung zu inszenieren. Freund. Hat, wurde förmlich zum Flügelwechsel gezwungen, Freund, Schwarz, Saller, Freund, Vettel, Schießwald schaltet sich einmal ein. Technisch gute Aktion mit einem Fehlpass abgeschlossen und damit zerstört. AS Roma zuletzt mit dem jetzigen Austria-Trainer Herbert Prohaska Meister geworden. Mit Fabio Capello soll jetzt ein neuer Ansatz, ein neuer Anlauf genommen werden. Die Rapid-Fans weiterhin in Stimmung, auch wenn es hier noch immer 0:0 steht, nach etwas mehr als 25 Minuten in diesem Endspiel. Meier, und jetzt ist das Tor gefallen, 1:0 durch Junior. Junior erzielt nach einer zu kurzen Abwehr von Meier das 1:0 für den AS Roma. Da hat die Abwehr von Rapid jetzt nicht richtig aufgepasst und Junior nützt die Möglichkeit. Hier zunächst die Flanke, der Kopfball, Meier kann gerade noch parieren, aber Junior ist zur Stelle und stellt auf 1:0 für den AS Roma. Die Aufgabe für die Hütteldorfer jetzt doppelt schwierig. Das ist er, der Torschütze, aus Brasilien geholt, und Fabio Capello. Und jetzt zumindest ein bisschen zufriedener auf das Spielfeld blicken. Thank you.
Die Römer attackiert jetzt sehr schnell, lassen Rapid kaum Spielraum. In dieser Szene wieder ganz deutlich zu sehen, hauteng gedeckt, die Rapid-Spieler können sie den Ball nicht richtig annehmen und auch nicht unter Kontrolle bringen, müssen wieder abdrehen und damit ist die Aktion zu Ende. Jetzt einmal Benksa. Foul von 4. Das Tor wollen wir Ihnen jetzt noch einmal zeigen. Zunächst diese weite Flanke von links. Der Kopfball. Und dann die zu kurze Abwehr und der nächste Kopfball. Der erste Kopfball, der kam von Gautieri, der sich immer wieder Platz an der rechten Flanke verschafft hat. Am liebsten möchte er selbst mitkicken. Herbert Weber. Junior. Exzellente Ballbehandlung. Und jetzt lassen die Römer Ball und Gegner laufen. Di Baggio. Vielleicht erinnern Sie sich an ihn noch von der Weltmeisterschaft. Kapitän, jetzt wird die Rapid-Viertelstunde eingeklatscht. Hat schon einige Male geholfen. Vielleicht auch jetzt. Florian Schwarz. Angelo Fier kommt in der Mitte. Kommt er zum Kopfball? Knapp vorbei. Vettel. Freund. Hat. Und Konsel. Also er hat zumindest sehr ernsthaft den Kampf um die Nummer 1 mit der Nummer 1, also im Tor des AS Roma aufgenommen und bietet bisher hier eine brillante Vorstellung. Michael Konsel. Perenco. Die mehr als 15.000 Fans hier im Happelstadion versuchen ihre Mannschaft noch einmal aufzurichten, versuchen sie noch einmal zu motivieren, hier vielleicht zumindest den Ausgleich zu schaffen. Aber jetzt steht es 2:0 und der Torschütze, der ist Aldair. Wieder per Kopf. 33. Spielminute. Aldair, der letzte Mann, der Mann mit der Nummer 6, Weltmeister und
Vize-Weltmeister. Er erzielt hier das 2:0 für AS Rom. Der Jubel hat aber gezeigt, dass AS Roma dieses Turnier hier wirklich ernst genommen hat. Keineswegs nur als Kurztrip nach Wien betrachtet während des Trainingslagers in Kapfenberg, sondern ja, stolz darauf ist, wenn diese Trophäe zum 100-Jahr-Turnier von Rapid geholt wird. Zwei Kopfballtreffer bedeuten die 2:0-Führung für AS Roma gegen Rapid. Natürlich hätte ein Finalsieg Rapid hier gut in das Bild dieser Veranstaltung gepasst. Aber AS Roma spielt hier einen sehr zweckmäßigen, sehr guten Fußball. Gute Organisation, gute Raumaufteilung. Eine Mannschaft, die einiges verspricht für die italienische Meisterschaft. Und da ist die Handschrift von Fabio Capello schon zu erkennen. Bei Rapid schalten sich die Spieler aus der Viererkette vielleicht auch zu wenig in die Angriffe ein. Respekt vor den schnellen Spitzen. Das war ein Weitschuss von Penxer, doch deutlich über das Tor. Und jetzt gibt es einen Wechsel bei Rom. Den applaudieren. Die applaudieren die Roma-Fans. Die Nummer 7 kommt. Kutos. Del Vecchio aus dem Spiel. Kutos kommt. Ein Grieche in den Diensten des AS Roma. Rapid-Grieche Lagonikakis, der im ersten Spiel so aufgetrumpft hat wie in der Meisterschaft, der ist nicht dabei diesmal. Vielleicht hätte er dem Spiel der Hütteldörfer mehr Impulse geben können. Hartz mit der Ferse. Handspiel. Schon entschieden von Gautieri. So, die letzten 9 Minuten. Hat Florian Schwarz. Auch er muss sich erst in die Mannschaft spielen, ist nicht leicht für ihn, ebenso wie für Angelo Fier. Und Fabio Capello ist noch immer bei weitem nicht zufrieden, obwohl seine Mannschaft hier mit 2:0 führt. Aber das zeichnet wahrscheinlich auch erfolgreiche Trainer aus, dass sie nie ganz zufrieden sind mit dem, was ihnen geboten wird. Stimmung jetzt natürlich ein bisschen gedämpft, keine Frage, ist auch klar, nachdem Rapid hier im Finale mit 0:2 zurückliegt. 4. Schiedsrichter Sedlacek hat hier bisher ein leichtes Amt.
obwohl beide Mannschaften doch, sagen wir, mit 80-90% des möglichen Einsatzes am Werk sind. Saller. 4. Wettel. Da bleibt nur das Kopfschütteln. Er hat den Ball mit dem Schienbein getroffen, der Arnold Wettel. Anschlusstreffer hätte hier wahrscheinlich noch einmal Stimmung gebracht unter die 15.000 Zuschauer. Und auch Heribert Weber hätte vielleicht ein bisschen glücklicher reingeschaut als hier im Augenblick. Baggio. Benxa. Saller. Freund. Ja, so überzeugend wie beim Spiel gegen Werder Bremen ist Rapid bei weitem nicht in diesem Finale. Aber der Gegner, der spielt auch weit konsequenter, als es die Deutschen getan hatten, die mit sehr viel Risiko operierten, mit einer Viererkette, die weit aufrückte. AS Roma mit einer sehr geschickten Raumaufteilung, mit einer stabilen Abwehr. Und die Chancen, die Rapid hatte, die wurden von einem vereitelt, der von den Rapid-Fans hier heftig akklamiert wurde, nämlich von Michael Konzel. Auch einem Aldair kann so ein Fehlpass passieren. Und die letzten 5 Minuten sind angebrochen. Frühe Attackieren hat die Hütteldörfer sichtlich irritiert. Nach vor müssten sie spielen, die Rapidler, wenn sie noch eine kleine Chance haben wollen. Aber 4 Minuten vor Schluss sind die Aussichten schon wirklich gering geworden, in diesem Finale doch noch zu bestehen. Hat Zweimal ist Rapid in einem Europacup-Finale gestanden. Zweimal hat Rapid verloren. Und auch dieses heutige Endspiel scheint verloren zu gehen. 2:0 für AS Roma. Jetzt noch einmal ein Eckball durch Benxa. Sabo traut sich immer wieder etwas, der junge Mann. Junior, Schütze des ersten Treffers, eine Augenweide, seine Ballbehandlung. Thank you.
Die letzten 2,5 Minuten. Noch einmal Junior. Wahrscheinlich den berühmten Teamspieler Junior als Vorbild. Einer aus einer ganz großen brasilianischen Nationalmannschaft. Vielleicht erinnern Sie sich an ihn. Links im Mittelfeld hat er gespielt. Aber schön langsam können wir die Bilanz dieses Turniers ziehen. Gelungene Veranstaltung. Rapid im ersten Spiel gegen Werder Bremen mit einer starken Vorstellung. Im zweiten an einem übermächtigen Gegner gescheitert, der sehr gut gespielt hat, in allen Belangen letztlich überlegen war. Aber vielleicht haben den Hütteldörfern auch die Ideen von Dejan Savicevic gefehlt, der leicht verletzt geschont wurde. Mit seiner Spielkultur und seinen Möglichkeiten wäre hier vielleicht doch noch ein besseres Resultat möglich gewesen. Jetzt gibt es noch einen Abstoß nach diesem Duell zwischen Konsel und Vier. Zunächst einmal der Freistoß. Und dann jetzt noch einmal diese Aktion. Damit war dieses Duell. Und die letzten Sekunden, Rapid hat den österreichischen Fußball und sich selbst als Jubilar sehr ordentlich verkauft, auch wenn in diesem Endspiel AS Roma die bessere Mannschaft war und hier mit 2:0 gewinnt. Da ist der Schlusspfiff. AS Roma gewinnt das Turnier zum 100-Jahr-Jubiläum von Rapid. Mit 2:0 die Torschützen Junior und Aldair. Beide Treffer per Kopf erzielt. Rapid wird Zweiter, Dritter Botafogo, Vierter Werder Bremen. Und damit gleich hinunter zu meinem Kollegen Christian Nehiba. Mit einem zweiten Platz, also quasi ins zweite Jahrhundert. Die nächsten Aufgaben sind ja schon vor der Tür, nämlich die Qualifikation.